Du willst deine Online-Kurse in Zoom durchführen, aber auch Aufzeichnungen davon machen, damit du sie als fertige Online-Kurse später anbieten kannst. Wie kannst du das jetzt nun machen, ohne deine Teilnehmenden im Bild zu haben? Es gibt da einen kleinen Trick von Chris. Hoi Chris. Das wir anwenden können, damit es nicht immer wechselt auf deine Teilnehmenden in deinem Kurs. Das wäre dann auch datenschutztechnisch nicht ideal, wenn du dann solche Videos in deinem Online-Kurs verwenden würdest. So siehst du Zoom. Du siehst deinen Kopf oben und auch deine Teilnehmenden oben. Und du hast hier drei Punkte in diesem blauen Menü, klickst hier auf diese drei Punkte und klickst hier auf Pinnen. Wenn du das gemacht hast, siehst du nur noch dich im großen Videobild und die Teilnehmenden oben. Aber was Zoom dann aufnimmt, wenn du die Aufzeichnung machst, ist nur dein großes Bild mit deinem Gesicht oder dann, wenn du Bildschirm teilst, solche Dinge. Das kannst du alles machen. Und deine Teilnehmenden sind nicht in deiner Videoaufzeichnung. Wie cool ist das? Wenn dir solche Videos gefallen, gib mir einen Daumen hoch. Wenn du weitere Tipps zum Thema Zoom oder Online-Marketing brauchst, klicke noch die anderen Videos an, die hier eingeblendet werden, und gib uns ein Abo. See you soon. Bye bye.